Jetzt den Grund. Genau, Meeting wird aufgezeichnet. Vielen Dank. Okay, und dann gebe ich die Bühne frei für die Kolleginnen von Thalia. Los geht's. Sehr Viel Spaß. gerne. Dann würde ich einmal meinen Bildschirm teilen. Kurzes Feedback wäre super, ob man das auch entsprechend sehen kann. Man kann. Ja, Sehr genial. schön. Und ich Okay. übernehme und starte. Bist du bereit, Emily? Ja. Okay, sehr gut. Erstmal vielen Dank für die nette Vorstellung unserer Personen. Ich freue mich, heute hier zu sein mit dem Team. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ich starte den Vortrag zum Artikel Daten Style Guide mit einer Kurzvorstellung von dem Unternehmen Thalia. Wohl weiß ich, dass die meisten TeilnehmerInnen hier sicher Thalia schon kennen, entweder aus dem stationären oder auch aus dem digitalen Kontext. Und da bin ich gleich bei der ersten Info, die sicherlich schon jeder kennt. Thalia ist ein klassisches Omnichannel-Unternehmen, heißt, hat 500 Buchhandlungen im gesamten Thalia-Netzwerk und diverse digitale Touchpoints. Herbert hat es eben schon gesagt, also Webshops, Shopping-Apps und E-Reader-Shops. Und wir haben im letzten Jahr 1,8 Milliarden Euro Umsatz gemacht in der gesamten Plattform. Und Plattform bedeutet auch, dass wir unterschiedliche Brands verantworten. Zum Beispiel in der Schweiz ist das Orell Füssli, in Österreich ist es Thalia und in Deutschland gehören auch Osiander, Meiersche, Thalia, aber auch der Pure Player Online, BOL.de dazu. Und wir haben laut GfK-Studie 2023 einen stationären Marktanteil von 27% und im Online-Bereich von 20%. Und das wollen wir natürlich ausweiten. Und warum erzähle ich das eigentlich, diese Fakten und Insights, damit nochmal deutlich wird, für wen wir eigentlich alles Artikeldaten brauchen. Also das heißt für unterschiedliche Länder, für unterschiedliche Touchpoints und auch für unterschiedliche Feature. Und da denken wir nicht nur an den Webshop oder aber auch die Infoterminals in den Buchhandlungen, sondern wir denken auch zum Beispiel an Feature wie digitale Inventur oder Logistikprozesse oder aber Marktplätze, was auch immer man sich vorstellen kann, wo man Artikelinformationen braucht. Das erstmal so ein bisschen der Rahmen. Und wir haben uns ein Ziel gesetzt und dieses Ziel ist nicht ganz neu, aber es gewinnt an Fahrt, weil wir uns viele Maßnahmen vorgenommen haben für dieses und auch nächstes Jahr. Und unser Ziel heißt, Thalia hat die besten Omnichannel-Artikeldaten für interne und externe NutzerInnen im deutschsprachigen Raum. Heißt, wir wollen Kompetenz zeigen für alle Abnehmer und das heißt eben auch Omnichannel. Wir haben Maßnahmen identifiziert für dieses Ziel. Unter anderem werden wir neue Technologien nutzen. Heißt, wir führen gerade ein neues PIM-System ein, ein Product Information Management System. Da sind wir gerade ganz intensiv dabei. Und wir werden auch Technologien wie KI einsetzen, verstärkt. Das tun wir jetzt schon. Unter anderem auch für schon Erstellung und Beschreibungstexte. Aber das wird sehr viel mehr intensiviert werden in nächster Zeit. Und unter anderem haben wir nicht nur organisatorische Änderungen in unserer Struktur vorgenommen, sondern auch eben den Artikeldaten-Style Guide als Maßnahme identifiziert, um dieses Ziel zu erreichen. Und was das jetzt genau bedeutet, da übergebe ich jetzt an Stella, die uns Beispiele zeigt. Genau, vielen Dank, Maike. Ich möchte einmal am konkreten Beispiel zeigen, welche Herausforderungen uns so beschäftigen im Bereich Produktdaten. Und ich habe mir dazu einen aktuellen Artikel rausgegriffen, ohne jetzt jemandem auf die Füße treten zu wollen. Ich zeige den Artikel auf der Artikeldetailseite in einem unserer Webshops. Mit dem Hinweis darauf, dass wir, wie Maike gerade sagt, ja sehr viele verschiedene Verwendungszwecke für die Produktdaten haben. Aber hier sieht man schon mal besonders anschaulich einige Dinge. Also, was fällt an dem Artikel auf? Zunächst mal
taucht der Verlagsname hier sehr häufig auf, im Titel, im Untertitel und ganz oben im Textfeld in der Reiheninformation. Zusätzlich noch, was hier gar nicht zu sehen ist, im eigentlichen Verlagsattribut und auf dem Coverbild. Jetzt könnte man sagen, das ist ja für den Verlag erstmal nicht schlecht und es ist ja auch keine falsche Information im engeren Sinne, aber es wirkt halt sehr unübersichtlich in der Darstellung und macht auch die Weiterverarbeitung schwierig. Dann wurde der Untertitel, der hier auf dem Coverbild abgedruckt ist, eine Weihnachtsgeschichte, erweitert zu eine philosophische Weihnachtsgeschichte von Janosch. Das spricht auch gar nichts dagegen. Allerdings haben wir auch wieder hier eine Doppelung von Informationen. Im Untertitel wurde dann noch ein Claim übermittelt, also eine unerwünschte Werbebotschaft, die ja vor allen Dingen auch, wenn sie nicht aktualisiert ist, missverständlich sein könnte. Dann gibt es noch einige Sonderzeichen, die dazu führen können, dass der Artikel für das Online-Marketing neu aufbereitet werden muss. Und eigentlich gestoßen bin ich auf den Artikel, weil er intern in unsere Kalenderkategorie einsortiert war, weil er mit sehr, sehr vielen Schlagwörtern geliefert wurde, die nicht immer inhaltlich den Artikel korrekt beschreiben. In dem Fall war es das Schlagwort Adventskalender, was eben zu dieser falschen Kategorisierung geführt hat. Unten auf der Artikeldetailseite haben wir einen sogenannten Serienslider eingebaut und der springt auf die übermittelte Serieninformation an, wenn denn ein Serientitel mitgeliefert wird. Ansonsten ist unser Fallback die Reiheninformation. Auch in dem Fall hier keine falsche Information, aber eben eine sehr weite Klammer. Reclams Universalbibliothek enthält natürlich sehr, sehr viele Bände und die sprechen den Kunden oder die Kundin hier nicht so zielgerichtet an, wie es möglich wäre. Man könnte sich einen Serientitel vorstellen wie Janosch bei Reclam oder Reclams Weihnachtsgeschichten, der dann eben viel zielgerichteter, passende Artikel herauspicken würde und eventuell für Zusatzverkäufe sorgen könnte. Diese und mehr Herausforderungen haben dann dazu geführt, dass wir eben Style Guides eingeführt haben. Und zur Entstehungsgeschichte der Style Guides wird jetzt Emily berichten. Genau, da knüpfe ich gerne einmal an. Und zwar ja, stellt sich jetzt natürlich die Frage, was ist in den letzten 1,5 Jahren passiert, dass wir hier heute vor euch stehen können und die Artikeldaten Style Guides präsentieren. Die Herkunft der Idee stammt eigentlich aus dem Thalia Hackathon and Innovation Days. Das sind 2 Tage, in denen wir uns abteilungsübergreifend zusammensetzen und gemeinsam ein innovatives Thema besprechen. Im Hackathon von September 2022 haben wir die Artikeldaten Omnichannel betrachtet, so wie Stella es euch gerade auch vorgestellt hat, und auch den gesamten Artikelprozess, also von der ersten Meldung von den Verlagen und Herstellern bis zur Anzeige in Shop und auch in weiteren Kanälen. Das Ergebnis war, dass wir super viele unterschiedliche Eingangskanäle für die Hersteller und Verlage haben und damit auch unterschiedliche Anforderungen. Und diese Anforderungen wollten wir halt eben mit den Style Guides vereinheitlichen, vor allem auch erstmal definieren und damit Transparenz in der Branche schaffen und halt eben auch auf unser, ja, zuvor definiertes Ziel einzahlen. Wir sind dann wie folgt vorgegangen. Wir sind erstmal in die interne Erstellung gegangen und wir im Team Catalog and Browse haben einen Entwurf für die Style Guides erstellt und es standen dabei halt intern auch immer sehr eng im Austausch, zum einen mit dem Online-Marketing bei uns, damit die Anforderungen von uns definierten Anforderungen auch SEO-konform sind und auch mit dem Category Management, was sich bei uns um den Einkauf und die Kampagnenplanung kümmert. Im Sommer letzten Jahres waren wir dann so weit, dass wir noch vor der Veröffentlichung eine externe Abstimmung stattgefunden hat. Das Ziel davon war vor allem, dass wir ja, einmal prüfen, inwiefern sind die Style Guides, die wir entworfen haben, nachvollziehbar und vor allem auch in der Umsetzbarkeit machbar.
Wir haben da mit verschiedenen VertreterInnen aus der Verlags- und Herstellerbranche zusammengearbeitet. Ein paar habe ich jetzt gerade auch schon gesehen, beispielsweise für den Buchstyle-Guide mit der Bonnier-Gruppe, für den Hörbuch-Download-Style-Guide mit Argon und für den Schulbuch-Style-Guide mit Westermann. Da gab es tatsächlich auch mehrere Schleifen, wo wir das Feedback auch gerne entgegengenommen haben und entsprechend eingearbeitet haben. Im August 2023 waren wir dann soweit, dass wir die Artikeldaten-Style-Guides auch rechtlich in unseren allgemeinen Einkaufsbedingungen Handelsware verankert haben. Das ist zu finden im Punkt 5.2, wo es um die Beachtung und die Erfüllung der Artikeldaten-Style-Guides geht. Seit Oktober 2023 haben wir jetzt auch einen entsprechenden Download-Bereich. Da zeige ich auch einmal gerne, wo man das jetzt wirklich online finden kann. Wenn ihr einfach www.thalia.de eingibt, dann kommt man unten auf unsere Unternehmensseite und auch dort unten wieder im Impressum ist dann eigentlich die Seite versteckt, die ihr zum Absprung benötigt. Wir haben hier einmal unsere Einkaufsbedingungen verlinkt. Da jetzt auch einen kleinen Einblick, hier der Punkt 5.2. Genau, einfach im Nachgang auch nochmal zum Nachlesen gedacht. Und hier findet man halt eben auch den besagten Download-Bereich zu den Artikeldaten-Style-Guides. Ja, kann man sich halt immer die aktuelle Version entsprechend herunterladen. Jetzt hier einmal beim Style-Guide-Buch. Was mir besonders wichtig ist zu sagen, ist, dass es sich bei den Artikeldaten-Style-Guides um ein dynamisches Dokument handelt. Das heißt, wir werden in Zukunft neue Style-Guides veröffentlichen und vor allem auch neue Versionen bestehender Style-Guides. Die Style-Guides wachsen also mit der Branche mit und auch mit Thalia mit. Genau, wir sind also soweit, dass wir im Oktober 2023 sind. Und was findet im Oktober ebenfalls immer statt? Natürlich die Buchmesse in Frankfurt, die wir auch dafür als Plattform genutzt haben, um entsprechend für unseren Style Guide zu werben und eine Art Kick-off durchzuführen. Ich selber war dort unterwegs und habe mit vielen von euch sprechen dürfen, aber auch das Category Management ist mit unserem One-Pager losgezogen, den vielleicht die eine oder der andere noch kennt. Und wir haben da halt vor allem, ging es uns darum, erstmal die Transparenz zu schaffen und halt eben Feedback von euch einzuholen. Und das war sehr schön, das wurde auch anfangs gesagt, dass der Style Guide sehr positiv angenommen wurde und wir haben auch sehr viel konstruktives Feedback erhalten. Ja, wofür wir uns an der Stelle natürlich auch bedanken möchten. Und da haben wir natürlich auch den einen oder anderen Punkt übernommen, aber darauf gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Der letzte Meilenstein im Prozess ist dann noch die Verankerung der Artikeldaten-Style-Guides in den Jahresgesprächen, die zwischen dem strategischen Einkauf und den Herstellern und Verlagen stattfindet. Ja, aber jetzt können wir vielleicht doch endlich mal einen Blick in diese besagten Artikeldaten-Style-Guides werfen. Ich meine, wer sie noch nicht kennt, sieht jetzt hier rechts einmal einen kleinen Ausschnitt. Es ist so, dass wir die Artikeldaten-Style-Guide sortimentsspezifisch erstellt haben. Das heißt, für jedes Sortiment gibt es einen Style-Guide. Bereits fertig und veröffentlicht sind die Artikeldaten-Style-Guides zu den Sortimenten Buch, Hörbuch-Download, Schulbuch und Geschenk und Trends. Die Style-Guides sind auch immer recht ähnlich aufgebaut, sodass man sich schnell in ihnen zurechtfinden kann. Das heißt, wir starten mit unseren Anforderungen an Titel und Untertitel. Danach kommen Do's und Don'ts zu den Produktbildern. Der Punkt 3, Detailinformation, ist sehr umfangreich, da man da Hinweise findet zu verschiedensten Attributen vom Autor und Sprecher über die Maßangaben eines Artikels, wie auch die Seitenanzahl oder halt eben auch die Reihen- und Serieninformation. Im Punkt 4 folgen dann die beschreibenden Texte und Punkt 5 ist sehr sortimentsspezifisch. Da findet man nochmal Ergänzungen zum Sortiment. Und was ich ja auch gerade eingangs schon gesagt habe, wir haben viel Feedback von euch erhalten auf der Buchmesse bereits und das auch dankend angenommen. Beispielsweise haben wir von verschiedenen Verlagshäusern den Wunsch, ja, der Wunsch wurde an uns herangetreten, dass wir eben eine Versionierung der Style Guides einführen sollen.
Und genau das wird es jetzt ab Herbst 2024 mit der neuen Version des Buchsteiger geben unter Punkt 6 der Rubrik Was ist neu? Ja, und inhaltlich sieht man ja, wie gesagt, rechts nochmal einen kleinen Auszug aus dem Style Guide Buch. Ich glaube, sehr vieles, was in unseren Style Guides steht, ist auch schon Standard in der Branche. Alles ist tatsächlich auch konform mit den Best Practices, die wir in der IGPM, also in unserer gemeinsamen Interessensgruppe der Produktmetadaten, erarbeitet haben. Beispielsweise sind das zum einen das Best Practice von den Keywords, und wir können uns in Zukunft auch vorstellen, wenn wir uns auf einen Ort einigen, wo wir die Sonderausgaben melden oder beispielsweise auch, wie wir die ISTI nutzen, dass wir das halt auch entsprechend in unseren Style Guides verankern. Und der dritte und letzte Punkt, den man auch häufig bei uns in den Style Guides findet, sind halt letztlich auch Thalia Insights. Das heißt, beispielsweise benötigen wir die verschiedenen Infos zu Artikeln in den entsprechenden dafür vorgesehenen Onyx-Feldern in strukturierter Art und Weise und halt eben nicht unstrukturiert im Titel oder Untertitel, damit wir diese dann halt auch bestmöglich ausspielen können und das über alle Kanäle hinweg. Also sei es unser Online-Shop, sei es die Performance-Kanäle wie SEO, aber halt letztlich auch in unseren Touchpoints in den Buchhandlungen. Und ja, wie sich die verschiedenen sortimentsspezifischen Style Guides jetzt genau unterscheiden, da hat Stella noch ein kleines Beispiel für euch mitgebracht. Frau Stella, du bist stumm? Danke. Genau, Gerne. ich möchte ein Beispiel zeigen aus dem Kalender-Style Guide, der tatsächlich noch nicht veröffentlicht ist, sondern genau wie der Hörbuch- und E-Book-Style Guide in diesem Quartal veröffentlicht werden, wobei der Spielwaren-Style Guide für das nächste Quartal geplant ist. Ich werde jetzt nicht den ganzen Style Guide durchgehen, aber habe mal einige wenige Punkte rausgegriffen, die uns besonders wichtig sind. Ihr seht hier blau markiert einige Ausschnitte zu sortimentsspezifischen Hinweisen. Besonders wichtig ist uns eben, dass die Informationen immer in die vorgesehenen Artikelattribute übernommen werden und dass es keine Doppelung von Informationen gibt. Bei Kalendern gibt es einige Besonderheiten, auf die der Style Guide dann auch jeweils eingeht und viele Beispiele nennt. So haben wir bei Kalendern häufig die Herausforderung, dass die Titel sehr, sehr lang sind und der Style Guide gibt deswegen eine Anleitung, wie man den Titel aufbauen sollte und gibt viele Beispiele zu Titeln und Untertiteln. Dann habe ich noch einmal herausgegriffen die Benennung der Reihe, die hier bei Kalendern auch gerne den Verlagsnamen enthalten kann, was bei Büchern eher selten vorkommt und die dann dafür genutzt werden kann, im Serienslider Kalenderserien anzuzeigen, wie zum Beispiel die Lesezeichenkalender von Gros oder Kulturkalender von Harenberg, was wieder eins von vielen Features ist, die wir nutzen, um genau das richtige Produkt unseren Kundinnen anzubieten. Und ja, zum Abschluss möchte ich eigentlich nochmal alle Vertreter von Verlagen und Herstellern darum bitten, uns hochwertige Produktdaten zur Verfügung zu stellen und auch diese Style Guides zu beachten. Für zufriedene Kundinnen und Kunden, für hohe Absatzzahlen, für niedrige Retourenquoten und reibungslose Prozesse. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wir stehen auch außerhalb dieses Termins immer gerne zur Verfügung für Fragen und für Anmerkungen, gerne unter katalog@thalia.de. Ja, und damit Dazu. darf ich übergeben an Herrn Bargmann oder an Herrn Lieser. Okay, vielen, vielen Dank erstmal. Ich glaube, was alle auch noch mehr interessiert, ist, was ist dann tatsächlich für die einzelnen Elemente denn drin und zu beachten. Aber wie häufig geht eben kein Weg daran vorbei, die Dinge im Detail anzuschauen und auf die eigenen Prozesse
entsprechend anzupassen und dann zu schauen, dass die eigenen Metadaten so rauskommen, wie es da wunderbar beschrieben ist. Und natürlich können wir nachher im Gespräch zu einzelnen Themen auch gerne nochmal eingehen. Jetzt, wenn euch Ideen kommen, also aus dem Publikum, wenn euch Ideen kommen, was ihr wissen wollt und fragen wollt, vorläufig noch, schreibt es bitte in den Chat. Man reicht auch einfach ein Stichwort, das, was da ist, dann gehen wir nachher weiter. Und das Wort geht an den Joachim mit der Bitte, uns jetzt aus seiner Praxis was zu zeigen. Ja, vielen Dank auch von mir. Hallo zusammen. Sehr interessanter Vortrag. Ich denke, das tut der ganzen Branche gut, was da entsteht. Was ich machen wollte, ich wollte anhand unseres aktuellen Webshops zeigen, wie sich bestimmte Metadaten auswirken. Und ich habe das auch so verstanden, dass es etwas ein Wunschkonzert ist, dass wir auch Wünsche hier formulieren dürfen an den Handel, was wir uns noch an Metadaten wünschen, die noch nicht existieren oder die noch nicht so ausgereift existieren. Wir arbeiten mit der Beeline Web von der BPM Consult AG im Online-Shop. Das ist unter anderem auch noch in Deutschland bei Kulturkaufhaus im Einsatz, bei Reufel und bei Bugendubel.info und in Österreich bei Morava. Und ja, Lütti-Buchhandlung, ja, sind 24 Filialen und Buchhaus CH ist sozusagen unser Online-Auftritt. Und das erste Element, wo ich zeigen würde, das ist im Grunde unsere neuen Romane. Da zeigen wir im Grunde die aktuellen Romane, die in den letzten 10, 15 Tagen erschienen sind. Und die hängen wie ganz viele Abfragen bei uns vom Erscheinungsdatum ab. Und wir haben jetzt ein paar Mal festgestellt, dass von Verlagen, hier ist nochmal so ein Element, auch hier Erscheinungsdatum entscheidend für die Anzeige, dass von verschiedenen Verlagen bei Auflagen, bei denen sich eigentlich nichts getan hat, das Erscheinungsdatum trotzdem angepasst wird. Und das führt dann einfach dazu, dass wir in diesen Elementen Titel angezeigt bekommen, die schon ein paar Wochen früher oder ein paar Monate früher eigentlich erstmals veröffentlicht wurde. Das haben wir auch so bei Verlagsporträts. An manchen Stellen haben wir diese Verlage sozusagen jetzt ausgeschlossen, dass die bei den Neuerscheinungen jetzt gar nicht mehr auftauchen, weil es sehr auffällig war, dass da immer wieder diese Verlage mit Titeln, Elterntitel aufgetaucht sind. Also hier unsere Bitte doch immer als Erscheinungsdatum, ein Erscheinungsdatum zu verwenden und nur wenn sich eine Auflage wirklich ändert, inhaltlich ändert, ein neues Erscheinungsdatum hier zu verwenden. Ein anderes Element, was wir gerade pflegen hier, schöne Bücher mit Farbschnitte. Da gibt es im Grunde zwei Sachen. Wir pflegen manuell aktuell diese Liste ein. Das heißt, wir schauen, welche Titel sind mit Farbschnitt ausgestattet und taggen die dann intern für den Shop. Da ist nur, ja, ein Wunsch oder eine Überlegung, ob man nicht bestimmte Ausstattungsmerkmale von Büchern auch als Daten pflegen könnte. Ob es jetzt Lesebändchen sind, Farbschnitte, Glanzlack und so weiter. Es sind schon Informationen, die man zum Teil im Shop einfach verwenden kann und die noch nicht zur Verfügung stehen. Und bei Daten geht es ja, ich denke immer um zwei Elemente. Das eine ist das Anzeigen von Daten und das andere ist auch, dass wir Abfragen damit bauen können. Und Farbschnitt ist so etwas, das pflegen wir jetzt manuell. Aber wäre natürlich auch gut, wenn solche Daten vom Katalog kämen. Und dann geht es natürlich bei den Farbschnitten auch darum, ja, dass die entsprechend angezeigt wird, aber das bei den Coverdaten entsprechend auch gepflegt werden. Aber das ist in der Regel inzwischen eigentlich der Fall. Genau, nächster Punkt, wo ich hinweisen wollte, ist, eben, es wird womöglich auch in den, und es auch, das, der Bereich Auflage. Auflage, der Bereich, der wird auch noch sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es im Grunde auch noch keine einheitliche Art, wie die Auflage jeweils erfasst wird. Hier in dem Bereich, mal wird es abgekürzt, mal ausgeschrieben. Wir arbeiten da auch zum Teil auch mit Abfragen und uns würde das eine einheitliche Schreibweise hier das auch weiterhelfen,
wenn man da sozusagen auch einen Standard hätte für die für die Angaben. Bescheid, das ist ein freies Textfeld. Wo wir auch Schwierigkeiten haben, ist, ein Beispiel zeigen, ja, ist die sehr langen Untertitel, beziehungsweise Untertitel vermischt mit Werbetexten. Also für mich sind es zwei Textsorten. Das ist eine Tendenz, die ich irgendwie seit 2 Jahren jetzt irgendwie feststellen kann, dass da zunehmend die Werbetexte auch mit reinkommen. Ich wollte nur mal zeigen, das hat schon unterschiedliche Auswirkungen. Also wenn ich in unserem Shop nach Dennis Scheck suche, dann finde ich keine Bücher von Dennis Scheck, sondern der Untertitel ist Teil der Abfrage. Ich finde den Titel, wo Dennis Scheck gesagt hat, dass es ein aufführendes Buch ist. Und das ist bei Elke Heidenreich ähnlich und so weiter. Das heißt, bei uns spielt der Untertitel für die Abfrage eine Rolle und indem da jetzt zunehmend diese Werbetexte reinkommen, ja, erschwert es sozusagen die Suche auch bei den dann ist es auch so, ja, bei der mobilen Ansicht, manchmal sind die Werbetexte so lang, dass auf einer mobilen Ansicht, da kriegt man nicht das Cover zu sehen, sondern eigentlich nur den Werbetext. Und den Untertitel. Und dann wird der Untertitel bei uns auch verwendet für die Meta-Description, also für die Google-Suche. Und auch da werden einfach durch sehr lange Daten hier verhindert, dass wichtige Informationen angezeigt werden. Was wir uns weiterhin eigentlich wünschen, sind Leseproben. Leseproben, Book2Look und Mittwochs haben wir eingebunden. Bei uns werden 800 bis 1000 Leseproben am Tag aufgerufen. Das wird schon intensiv genutzt und ja, würde uns freuen, wenn das ausführlicher noch integriert wird. Was wir uns auch vorstellen könnten oder was wir uns wünschen würden, ist sozusagen, wir arbeiten viel mit, ja, auch mit so besten Listen. Das ist alles sozusagen Handarbeit von uns. Aber ich frage mich schon, ja, würde es sich lohnen, sozusagen für die Buchbranche, wenn es eine zentrale redaktionelle Verschlagwortung gäbe für bestimmte Preise, für bestimmte Auszeichnungen, für Bestenlisten und so weiter, dass man die dann auch entsprechend verwenden kann. Ich würde es nicht den Verlagen überlassen, weil es bringt nichts, wenn 8 Verlage die SWR-Bestenliste pflegen und 2 nicht. Insofern müsste man das irgendwie, glaube ich, völlig zentral regeln. Aber es gibt, die Preise haben schon auch eine Bedeutung gewonnen, dass sich das schon lohnen könnte, sowas auch in die Daten einzupflegen. Ja, als letzten Punkt habe ich noch hier Triggerwarnungen stehen. Das hat eine aktuelle, wir wurden diese Woche gebeten, doch alle Bücher, die mit Gendersprache ausgestattet sind, entsprechend zu kennzeichnen in unseren Buchhandlungen. Da fühlen wir uns dann doch überfordert und ist auch nicht unbedingt sinnvoll jetzt aus unserer Sicht, aber vielleicht kommt das ja noch auf uns zu. Ja. Das wäre es jetzt von meiner Seite. Gut, Joachim, vielen Dank. Das war jetzt definitiv die Sicht des, nicht nur die Sicht, sondern auch die Vorstellung des Praktikers. Ich wollte damit nicht sagen, dass ihr, liebe Thalia, keine Praktiker seid, ganz und gar nicht. Aber jetzt auch noch von der anderen Seite drauf geschaut. Jetzt haben wir beides, die Theorie und die Praxis gesehen. Vielen Dank. Einige Themen da drin sind natürlich solche, die wir auch in der IG Produktmetadaten schon bewegen und bearbeiten, zum Beispiel oder speziell auch das Thema mit dem werblichen Untertitel ist ganz heiß, auch seit 1,5 Jahren eigentlich schon in der Diskussion und in Bewegung, aber es ist noch kein so richtiger Abschluss in Sicht. Ein anderer Punkt war noch, liebe Thalia-Gruppe, ihr hattet gesagt, ihr werdet die Style Guides dynamisch entwickeln und anpassen.
Dann wäre es doch auch eine super Idee, wenn immer, wenn ihr eine neue Version rausbringt, ihr die IG-Produktmetadaten drüber informiert und dann an alle Mitglieder dann eine entsprechende Mitteilung rausgeht. Dann brauchen nicht 100 oder 150 Leute alle 4 Wochen bei euch auf die Plattform zu gucken, ob es da eine neue Version gibt. Oder einfach an Alexander oder sonst jemand von der Gruppe Onyx Weiterentwicklung schicken und wir geben es dann weiter in die Runde. Das wäre klasse. Ich glaube, das können wir gerne machen, vielleicht um da auch noch einmal so ein bisschen die Angst zu nehmen. Es wird jetzt keinen monatlichen neuen Style-Guide geben. Also neue Versionen werden halbjährlich oder jährlich veröffentlicht. Aber die Info können wir auf jeden Fall weitergeben an die IGPM. Ja, also es ist ja auf jeden Fall, von Editeur kommen neue Sachen, neue Codelisten, von den internationalen Partnern kommen neue Sachen, von VLB kommen neue Informationen, was wieder geht. Jetzt seid ihr, werdet ihr ein wichtiger Player auf der Handelsseite dazu. Von daher wäre es schon super oder finde ich es immer toll, wenn man es hinkriegt, das auch in die Pipeline entsprechend zu geben. Gut, jetzt sind ein paar Fragen hier im Chat eingetroffen und was man so ein bisschen als Überbegriff nehmen kann, ist eigentlich, aus welchen Quellen bezieht ihr denn eigentlich eure Daten? Also was heißt Omnichannel, würde ich das jetzt mal übersetzen. Da hat VLB, Libri, Zeitfracht, könnt ihr das teilen, woher ihr also welche Datenquellen ihr nutzt? Und in welcher Art und Weise ihr die dann auch mischt oder priorisiert? Also grundsätzlich ist so, dass unser digitaler Bereich sehr lange auf die Aggregatoren gesetzt hat. Das heißt, auf das Verzeichnis lieferbarer Bücher, aber auch auf die Libri-Daten, die Zeitfrachtdaten. Wir haben natürlich noch einige andere Dinge dazu gemixt, ne? Also eben haben wir schon Leseproben gehört. Also das heißt, wir haben nicht alle, aber einige der Leseprobenanbieter. Wir haben aber natürlich auch die Tolino-Allianz mit den E-Book-Informationen, ne? Die kommen ja teilweise dann von Libri, aber natürlich auch von anderen. Und wir haben aber auch stationär, was ja bei uns bislang noch ein bisschen getrennt ist, deswegen auch diese Initiativen, um die Omnichannel-Daten so überhaupt zu definieren, ist, dass auch viele Verlage Daten direkt über Excel quasi in unsere Systeme, in unser SAP-System oder ERP-System geliefert haben. Und die haben wir teilweise jetzt vermischt. Ne? Das heißt, der Buchhändler in den Info-Terminals sieht teilweise andere Artikelinformationen als unser Endkunde im digitalen Kontext. Das macht uns gerade ein bisschen Sorge. Aber grundsätzlich ist schon so, dass wir auch einzelne Verlage angebunden haben. Also das heißt, wenn es einen Benefit gibt, den uns das VLB zum Beispiel nicht liefern kann, sondern der Verlag nur selbst, sei es durch schnellere Datenlieferungen oder aber auch durch mehr Informationen, unter anderem vielleicht sogar Exklusivinformationen, dann sind wir durchaus bereit, auch den Verlag selber anzubinden. Also wäre das eine Einladung an die Verlage, sich dann auch direkt an euch zu wenden für so einen Fall, um sowas zu besprechen oder zu diskutieren, wie so ein Weg wäre? Diesen Weg gibt es, glaube ich, seit Jahren in den Jahresgesprächen Ja. natürlich. Ne? Also das hat ja Okay. jeder Händler. Also das heißt, es ist jetzt nichts Neues, aber wir sind immer bereit zu sprechen über Optimierung von Artikelinformationen, egal auf welchem Weg. Ja, gut, weil es ist ein Unterschied, ob man sagt, wir würden gerne optimieren oder wir nehmen separate Daten von euch an. Das ist ja noch, sind ja noch 2 Stufen sozusagen eines Absolut. Verfahrens. Dann haben wir hier eine gehobene Hand von Dorette. Dorette, was weiß dich? Ja, das geht genau in die Richtung so ein bisschen, weil ich meine, als Verlag, zum Beispiel die VLB-Daten, die wir liefern, sind natürlich auf bei uns so hinge oder die bauen wir so, dass sie der Masse der Marktteilnehmer, ne, gerecht wird. Also und dass auch VLB-TIX damit arbeiten kann. Und die Barsortimentsdaten sehen teilweise ein bisschen anders aus. Und das fließt natürlich dann bei euch, also fließen diese beiden Ströme ja irgendwie dann zusammen. Und dann kommen dann natürlich vielleicht auch noch Input aus Excel-Importen und Ähnlichem an. Und dann ist es natürlich nicht ganz einfach,
nachzuvollziehen, welche Felder triggern was und wie setzt man das, ne? Also wie kriegt man diesen Style Guide dann so eins zu eins sauber umgesetzt für euch? Weil ich vermute jetzt auch mal das Beispiel, was ihr gezeigt habt mit dem Reklamtitel von Janosch, das war ja die klassische Reihenbezeichnung, die da dreimal angezeigt worden ist, ne? Weil Reklams Universalbibliothek ist einfach deren große Reihe. So ähnlich wie bei uns hier, Manesse Bibliothek der Weltliteratur, die da hinter mir rumsteht. Das ist so eine Riesenreihe, die natürlich überall an fast all ihren Titeln mit haben. Und ich nehme mal an, dass das da so dreimal aufgetaucht ist. Könnte ein Effekt sein, dass das bei euch aus drei oder zwei bis drei Quellen gematcht wird, das der Datensatz, ne? Also müsste man, ich weiß jetzt nicht, was die Kollegen euch anliefern, aber das ist natürlich nicht ganz einfach, das dann, ich sag mal, ne, so, möglichst klar und pur bei euch reinzukriegen, die Themen. Das ist dann viel Experimentieren für einen Verlag, welche Felder er wie in welchem Feed befüllen muss, damit das bei euch möglichst gewünscht ankommt. Also ich sag mal, wir machen zwar attributsbezogene Regeln, ne? Also das heißt, wir könnten jetzt sagen, im Titel nimm doch erstmal die Daten von VLB und wenn die nichts bringen, dann nimmst du die von Libri und wenn die nichts liefern, dann nimmst du die und die und die. Und das geht natürlich irgendwie, kann man endlos betreiben. Trotzdem ist unser Ansinnen tatsächlich von allen Lieferanten den einen Artikeldatensatz zu haben und den zu ergänzen. Ne? Also wir machen uns ja selber auch das Leben schwer, wenn wir zu viele Regeln hinter die Attribute packen. Aber es ist nun mal so, dass der eine Lieferant die bessere Information in dem einen Attribut liefert und der andere in dem anderen. Ist so und haben wir da immer die beste Entscheidung getroffen? Weiß ich nicht. Aber in dem Fall, glaube ich, ist es tatsächlich nicht so, dass das zusammengewürfelt ist von uns. Ja. Das können Aber wir auch nachgucken. ihr habt durchaus mit den Lieferanten eurer Daten auch die Verabredungen getroffen, dass sie die Daten entsprechend eures Style Guides dann an euch weitergeben? Ja. Okay, weil es hätte ja sein können, weil wir wissen ja, auch die Barsortimente haben ja eine Katalogredaktion, haben ein Katalogteam und agieren ja auch nochmal mit unseren, ne, die interagieren ja mit unseren gelieferten Metadaten. Also, das sind Ja, ich ja weiß, die. also die verändern die Titel, die verändern die Keywords, also da gibt es ja jede Menge Beispiele. Ja, Ja. ja. Es führt zu einer Frage, die hier auch gerade ankam, nämlich wie wird Thalia mit Daten umgehen, welche relevant, jedoch weiterhin überhaupt nicht StyleGuide-konform sind? Also ich versuche es mal, wenn sie relevant sind, werden wir sie auf jeden Fall berücksichtigen. Das ist ja quasi ist immer die Frage, welche Daten sind relevant? Da sind wir uns ja jetzt gerade auch in der IGPM bei der promotenden Headline nicht so ganz einig. Und das heißt, wir versuchen natürlich alle relevanten Informationen irgendwie zu verarbeiten und in die entsprechenden Attribute zu packen. Wichtig ist für uns ja, dass die Basisinformationen in den entsprechenden Attributen geliefert werden, sodass wir damit dynamisch Anpassungen für alle Touchpoints oder Touchpoint individuell oder Abnehmer individuell selber reagieren können. Und es nicht, also nicht die Verlage und Hersteller meinen, sie könnten das für uns tun. Okay, also man fliegt nicht aus dem Katalog, aber man kriegt vielleicht eine mahnende E-Mail, könnte ich mir vorstellen. Das kann ich mir auch vorstellen. Dann kam noch eine andere direkte Frage, nämlich zur Einbindung von Leseproben. Die geht an den Joachim jetzt für Buchhaus.ch. Werden die automatisch gefunden? Werden die vorhandenen automatisch gefunden, wenn sie bei den Anbietern vorhanden sind? Oder muss man die irgendwie in den Metadaten benennen oder mitliefern? Ist da die Frage dazu? Die müssten automatisch gefunden werden, eigentlich. Ja, also da. Okay. Dann haben wir eine ganze Reihe Fragen zum Thema Untertitel und so weiter, aber ich würde da jetzt nicht drauf eingehen. Da müssen wir vielleicht mal noch einen eigenen Termin dazu machen. Das Thema ist wirklich so komplex und um drei Ecken herum. Das hat seine ganz eigene Betrachtung verdient. Und diejenigen, die auf den letzten beiden Tagungen von der IG waren, wissen ja auch, mit welcher Intensität, sagen wir mal, das Thema da im Moment auch noch behandelt wird.
Genau, das haben wir eigentlich schon beantwortet. Zu den Schlagworten gibt es ja noch eine Frage. Da wurde gesagt von Amazon, Amazon sagt, die Wiederholungen durch die Verwendung von Keywords mit Bindestrich sollte vermieden werden. Ein Stichwort Anti-Aging enthält sowohl die Stichworte Anti als auch Aging, als auch Anti-Aging mit und ohne Bindestrich und ohne Leerstellen. Könnt ihr dazu was sagen aus Thalia-Sicht und aus Buchhaus-Sicht, wie ihr mit den Schlagworten umgeht? Also Schlagwort ist auch ein ganz heißes Thema, weil wir erstens ja sehr viele geliefert bekommen, entgegen dem Best-Practice-Papier der IG-Produkt-Metadaten. Und es ist auch so, dass wir den ja super extrem abwerten. Also zurzeit ist die Information, die unsere Endkunden aus den Schlagwörtern ziehen könnten, sehr gering, hat mit den Informationen zu tun, die da eben drinstehen. Und deswegen haben wir sie in der Suche, ja, abgewertet und ziehen dann eher, wenn sonst keine treffenden Informationen auf die Suchphrase passen. Hat eben auch damit zu tun, also ich nenne immer wieder gerne das Beispiel, dass andere Titel und andere Autoren in den Schlagwörtern gemeldet werden zu einem Titel, wo Autor und Titel ja klar sind, aber eben einfach Empfehlungen über die Schlagwörter gegeben werden und das hindert uns daran, die entsprechend relevanten Artikel auszuspielen in den Suchen. Und das macht uns halt schwer zu schaffen und deswegen bereinigen wir die Schlagwörter und aber werten sie auch noch ab. Danke. Und da kommt aber ein bisschen, entsteht dabei der Effekt, dass diejenigen, die es eigentlich richtig und gut und anspruchsvoll machen, abgestraft werden wegen denjenigen, die es missbrauchen und oder sag, in Anführungszeichen falsche Nutzung nach vorne stellen. Ne? Absolut. Ja. Deswegen sind wir dran, die zu bereinigen und die dann ein bisschen höher zu werten. Aber da sind wir noch nicht. Und ein bisschen ist es vielleicht auch so ein sich selbst ergänzender Kreis. Wenn die Keywords weniger gewertet werden, kommt der Verlag vielleicht auf die Idee, na dann schreibe ich das doch in den Untertitel. Oder? Auch das passiert. Ja. Bei uns kommt es ein bisschen an. Wir haben schon Bereiche, wo die Schlagworte eine große Rolle spielen. Also im Bereich Reise zum Beispiel, da verwenden wir die häufig in Abfragen. Wir zeigen auch Schlagworte an für die Endkunden, die VLB-Schlagworte und auch Thema-Klassifikation kann man bei uns im Grunde sehen. Aber abgesehen von der Reise gibt's wenig Bereiche. Ja, da leiden wir auch unter dem gleichen Problem, dass da zu viel angezeigt, was nicht reingehört. Nochmal, Dorette, du hast die Hand schon wieder aktiv. Ja, ich habe noch eine Frage an Joachim. Du hattest gesagt, für euch ist interessant, ob Bücher einen Farbschnitt haben oder nicht, weil das anscheinend im Moment ein Bereich ist, den Kunden anscheinend sehr stark suchen oder frequentieren. Bezieht sich das dann, geht es bei dir darum nur, dass es überhaupt ein Farbschnitt ist, der Gestalt also ist, oder um den sogenannten gestalteten Farbschnitt? Also wir kennen ja diese Bücher, wo quasi der Farbschnitt dann eine Fortsetzung des Covers in irgendeiner Form ist. Und ist das auch für Thalia zum Beispiel ein Kriterium, was wir in einer strukturierten Form im Onyx irgendwie mitgeben müssten oder sollten? Weil das kann man ja durchaus sehr. Das könnte man ja durchaus versuchen hinzubekommen, wenn das marktrelevant ist. Ich würde fast sagen, das müsste man auch unterscheiden, ja. Also Gestalt, Farbschnitt. Also mein Farbschnitt kennt man kein und aber, hat es auf jedem Taschenbuch seit 5 Jahren. Im Grunde, es geht natürlich schon aktuell mehr um den gestalteten Farbschnitt, ja, der gefragt ist. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man sowas würde man in der Codeliste 175 im Product Form Detail abbilden. Da gibt es schon weit über 100 Codes und es wäre überhaupt kein Thema, da noch weitere hinzuzumachen. Also wenn ihr den ganz konkreten Bedarf seht für eine Kennzeichnung bestimmter Ausstattungsmerkmale, einfach mal an die IG melden und sagen, wir hätten gern einen Code für genau dieses Ausstattungsmerkmal.
Und dann geht es von da aus weiter nach England und wird mit in die nächste Codelisten-Ausgabe eingebracht. Heißt dann nicht immer unbedingt, dass es auch genehmigt und erstellt und hinzugefügt wird, aber bei so eindeutigen Sachen wie jetzt einem Farbschnitt oder einem gestalteten Farbschnitt würde ich da keinerlei Probleme sehen, wenn sie nicht eh schon drin sind, die Codes. Ich bin da jetzt aber auch gerade nicht auf dem allerneuesten Stand. Deswegen meine Frage, wird es tatsächlich von Händlern gewünscht, dass wir das in strukturierter Form mitgeben? Weil ich meine, das einzupflegen, nur weil wir das einpflegen können und weil es vielleicht schick ist, ist, würde ich sagen, dann, ne, wenn wir es lieber. Es muss auch jemand benutzen, das Merkmal. Ja, also wie gesagt, wir nutzen es zum Anzeigen und zum Abfragen. Also ich denke schon, dass wir da, ich habe den Eindruck, es ist kein Phänomen, was so rasch wieder weg ist. Ja. Also ich sehe jetzt gerade hier auch die Kollegen aus der Gruppe Onyx Standardisierung, haben sich gerade schon hier im Chat gemeldet, habe die Ausstattung Farbschnitt etc. schon auf die Agenda für unseren nächsten Termin genommen. Also es ist deponiert und wird sich entwickeln. Gibt noch mal eine Frage zu den Stichworten von Dalia. Reihenfolge, Auflistung, Alphabet oder Zufall? Mögt ihr was sagen dazu? Müsst ihr auch nicht. Könnt ihr auch sagen, nee, gib uns 10 gute und dann sind alle dabei. Also die ersten werden genommen. Ersten heißt die, die als erstes im Datensatz vorkommen. Ja. Okay, dann kann man sich danach ja richten. Es gab noch eine interessante Frage, ziemlich am Anfang im Chat. Die ist ein bisschen groß, deswegen habe ich sie eher jetzt nicht so vorne dran genommen. Und zwar soll dieser Style Guide für die Direktmeldungen an Thalia und Meldungen an VLB gelten? Und das ist, wenn man ein bisschen genauer guckt, natürlich auch eine eher tiefgründige Frage, weil wir haben sehr detaillierte VLB-Onyx-Empfehlungen, die ganz bestimmte Merkmale und Formen vorschlagen. Ich habe zum Beispiel heute was implementiert über den Zusammenhang zwischen Autorenbildern und Autorennummern, was dann nicht ganz Onyx-konform ist, aber trotzdem funktioniert beim VLB. Und ihr habt jetzt euren Style Guide veröffentlicht. Ihr habt sicherlich auch auf die VLB-Empfehlungen geguckt, kann ich mir vorstellen, während ihr das entwickelt habt. Wie seht ihr die parallele Entwicklung dieser beiden Anforderungen oder Beschreibungen oder Spezifikationen? Wir haben auch den Alexander Hafner mit in der Runde. Vielleicht kannst du dann da auch noch was dazu sagen, Alexander. Aber jetzt würde ich gern erstmal die Thalia-Sichtweise dazu sehen. Wie stellt ihr euch ins Verhältnis zu dem VLB-Style Guide und den Anforderungen da? Also es gibt natürlich viele Überschneidungen, ne? Also wir wollen uns ja nicht per se abgrenzen von den VLB-Daten, sondern wir nutzen die ja auch, ne? Das heißt, für uns ist halt wichtig, dass auch da, und das wird ja, das sieht man jetzt zum Beispiel an dem Titel, den Stella auch präsentiert hat, ne? Der Titel mit den Reklaminformationen kommt ja auch vom VLB. So, und kommt von den Verlagen dann wahrscheinlich ins VLB und auch zu Libri. Und so weiter. Das heißt, die Idee ist schon, dass der Hersteller die Information so ausliefert, dass auch das VLB das anständig weitergeben kann. So, das ist die Idee. Wir sind also wirklich sehr, sehr froh, wenn das VLB die Standards setzt und auch uns um Feedback bittet und wir damit dann das bestmögliche Ergebnis erzielen. Und da kann ich auch nur unterstützend sein, gerade was die ISNI angeht und was Autorenbilder ist, haben wir gerade noch schwach aufgestellt, aber da haben wir noch Riesenpotenzial. Und da freuen wir uns sehr, dass das VLB und damit der MVB sich da so ins Zeug legt, jetzt die ISNI zu verbreiten und uns damit auch einen Standard liefert und wir den dann auch in Anspruch nehmen und auch nutzen. Deswegen kann da nur die Aufforderung sein, so. Lasst uns das gemeinsam machen und damit einen Standard in die Branche bringen. Ich sehe das gar nicht kritisch, sondern ich bedanke mich dafür, dass diese Standards da gesetzt werden. Danke. Und vielleicht auch nochmal ergänzend zu der Frage, wir bei der Erstellung der Style Guides sind wir auf jeden Fall auch
ja, VLB-konform, wenn man es so nennen kann, vorgegangen. Also wer unsere Styguides kennt und da auch schon mal einen Blick reingeworfen hat, findet auch den ein oder anderen Link, der auch direkt zu der Seite des VLBs führt, wo halt eben beschrieben wird, wie man Onyx-konform meldet. Also ich würde sagen, das geht Hand in Hand. Super. Ich kann seitens MVB auch nur sagen, wir haben das extrem positiv wahrgenommen, dass diese Style Guide veröffentlicht wurde ja, Melissa gerade auch gesagt hat, wird ja ganz oft auch sogar auf unsere Empfehlungen verwiesen. Und man muss auch ganz offen sagen, was wir mit den VLB Onyx-Empfehlungen ja beispielsweise auch eingangs gemacht haben oder auch an vielen Stellen noch machen, ist ja, dass wir Formatempfehlungen geben. Und was jetzt der Style Guide ja erreicht, ist, dass auch tatsächlich viel mehr inhaltlicher Bezug genommen wird. Und das fällt uns natürlich dann schon eher schwierig zu filtern, steht jetzt etwas im Untertitel, was dort nicht reingehört. Und von daher ist das, also sehe ich das auch eher als Ergänzung. Ja, prima, danke. Ja, natürlich noch schöner, wenn man es prüfen könnte. Das können wir uns mal mitnehmen, ob wir vielleicht irgendwann an einen Schritt kommen, diese Sachen auch rauszufiltern. Und wir hatten es auch vorhin, ich habe es auch sofort nachgeschlagen, auf VLBTIC sieht das Produkt genauso aus. Von daher wäre es natürlich auch nur für uns hochspannend, dass die Verlage es entsprechend dieser Style Guide schon an uns melden. Gut. Tja, Damit es haben wir ist. jetzt Dorette aber widerlegt, dass das unsere Zusammensetzung der Attribute ist, Dorette. Das möchte ich jetzt nochmal betonen. Ja. Da hast du recht, in dem Fall. Es war auch nur eine Vermutung, keine Behauptung. Okay, ihr Lieben, wenn ich das richtig sehe, dann ist es jetzt irgendwie 2 Minuten vor 5. Wir haben die Themen, die sich hier im Chat angesammelt haben, im allergrößten Teil abgearbeitet. Gerne nochmal hier in die Runde gefragt. Hat noch jemand direkt eine Frage oder eine Anregung hier direkt aus der Teilnehmerrunde? Dann sprecht. Da entsteht nichts. Ich glaube, die sind alle erste Mal oder wir sind alle erste Mal damit beschäftigt, mit dieser Menge und mit diesem Umfang an Informationen und Metadaten, Elementen und was da so alles im Detail dann auf einen einstürzt, umzugehen. Ihr habt gehört, meldet euch bei Thalia, wenn ihr Fragen habt mit Zulieferungen. Ich glaube, die Offenheit für Kooperation, Abstimmung, Gemeinsamkeit ist sehr, sehr groß zwischen allen Beteiligten, was man ja auch in der IG Produktmetadaten jedes Mal wieder merkt. Ansonsten würde ich an der Stelle dann sagen, vielen, vielen Dank sowohl unseren Referentinnen und Referenten als auch dem der Xenia und dem Börsenverein für die Plattform und die Bereitstellung und immer in jedem Moment die beste Technik zur Verfügung stellen und natürlich allen Teilnehmern und Interessenten, die jetzt wieder ein Stückchen weiter ins Thema eingetaucht sind und uns dann hoffentlich bei den nächsten IG-Meetings wieder mit ihrer Reflexion und Weisheit unterstützen. Herzlich willkommen dazu. Gut. Dann die nächste Metadaten-Lounge ist im Juni, glaube ich. Ihr bekommt wieder eine